Innsbruck, das war voll mit Rosen und ein Riesenbett und man war wie im Frühling. Aber wie man mit ihnen arbeiten kann, das zeigt doch, wie Rennert mit ihnen die Popea gemacht hat. Da wurde eine ganz neue Gestalt kreiert, nicht? Ja, und das hat er im Gegensatz zu Frankfurt dann. Er hat das also unterkühlt in Wien gemacht. Und da muss man sagen, wie er das gekonnt gemacht hat und wie das hat mit dem Stolze damals, es bedurfte wirklich ganz wenig Bewegungen. Und das ist genauso, wie man so noch so angezogen kann und eine Szene kann trotzdem sehr sexy wirken. Ja. Man muss da nicht nackt und weiß Gott. Nein, aber das verführerische Weib der Popea kam durch ihre Darstellung zum ersten Mal eigentlich so als Teufelin, nicht? Ja, oder? Ich hoffe es. Ja, ja, so. Ich hoffe es. Schon. Ihr Verhältnis zum Kollegen, wenn ich so sehe, mit wem Sie alles gesungen haben, darf ich mal so ein paar Namen sagen, denn die Sendung mit der Seefried, der Güden, der Mota, Kunz, Schöffler, Höngen, Zebutari, Schwarzkopf, Mödel, Windgassen, Schock und so weiter. Wie sind Sie mit Ihren Kollegen? Ja, also bitte nicht zu vergessen, mit Pavarotti habe ich in Wien gesungen. Jawohl. Ich habe die alle aus der Taufe, sozusagen in ihren Anfängen, mit Placido Domingo auch und Aragall, also mit all die habe ich alle so getragen, sozusagen. Schön. In Wien, als sie zum ersten Mal also angefangen haben, die große Karriere zu machen. Ich habe mich bemüht, immer kollegial zu sein. Und ich glaube, es ist mir auch immer gelungen. Vielleicht gibt es Kollegen, die mich nicht so nett fanden. Den einzigen Krach, wo ich mich erinnere, aber das war ja auch schon vergeben und vergessen mit der Maria Reining, mit der Guten auf der Bühne einmal. Also Sie haben auch einen Tenor geohrfeigt einmal. Das war in ganz im Anfang, in Zagreb, das Faust Margarete und Nachmittagsvorstellung. Und irgendwer von den Kollegen hat mir gesagt, du pass auf, der nützt gerne die Szenen aus auf der Bühne. Und ich war damals also wirklich neu am Theater und Anfang und war immer bedacht und dass ich alles korrekt mache und so. Und tatsächlich, also Margarete fällt in die Arme des Faust und der biegt so da, zu nahe, da. Und ich habe so nach dem Vorhang geschielt, der ging ganz langsam herunter, ich machte so einen Ruck, konnte mich aber nicht rühren. Und als der Vorhang drunter war, patsch, 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 3 Ohrfeigen habe ich ihm gegeben. Für die musste ich jedes Mal 25.000 Kuna zahlen. Ach so. Ja, es hat eine Choristin gesehen, die Gewerkschaft hat mich dann geklagt, dass man das nicht machen darf. Und das war also mit ein Grund, warum ich sehr gerne von Zagreb weggegangen bin, weil die ganzen Zeitungen haben mich durch den Kakao gezogen. Oh, ich soll lieber ins Kloster gehen und nicht zum Theater, so ungefähr. Gott sei Dank haben Sie diesen Rat nicht befolgt. aber wir möchten auch ganz gerne, weil das doch selten ein Brahms-Lied hören von Ihnen. Okay, wozu wir dann Rollenfotos zeigen können, damit wir auch verschiedene Rollen noch von Ihnen sehen können im Kostüm. Wir hören Vergebliches Ständchen von Brahms. Wer's mit mir vorbei?
Hat Sie das Bühnenbild interessiert, in dem Sie auftreten mussten, und das Kostüm? Haben Sie da mitgeredet? Also Kostüm auf alle Fälle, weil ich musste mich wohlfühlen in einem Kostüm. Mit Bühnenbild musste man eigentlich mehr oder weniger einverstanden sein. Was zum Beispiel mir nicht so wichtig war, weil die Rolle als solche, wenn ich nur, natürlich, wenn ich dann plötzlich etwas anderes vor mir stehen hatte, als was ich sollte oder was ich sagte, einen Tisch und dann hatte ich einen Stein oder ich weiß nicht, solche Sachen, das hat mich dann schon gestört. Sie sind also Realistin? Wissen Sie, ich bin auch keine Realistin. Wir haben zu viel Theater gemacht nach dem Krieg, wo nichts da war. Ja. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich bin der Meinung, dass man heute auch bei den jungen Leuten ein leeres Zimmer hinstellen sollte und sagen, du machst jetzt diese Rolle und bitte, was machst du da? Ja. Nach Stanislavski, als ob. Ein leeres Zimmer, machen Sie Feuer im Kamin. So ungefähr. Ich komme gleich auf die Ausbildung zu sprechen. Ihr Verhältnis zum Kritiker, besonders, gab es überhaupt ein Verhältnis? Na, kein Verhältnis, aber wir hatten sie in Beziehung. Wie war das? Wie haben Sie reagiert? Eigentlich, ich meine, natürlich habe ich sie gelesen, die Kritiken. Und ich habe mich immer gefragt, warum so und warum so. Und hauptsächlich in der letzten Zeit natürlich ist das immer dann so ein bisschen eine schwierige Sache, wenn man nicht mehr diese Spannkraft hat und alles das. Aber ich hatte nie Probleme mit. Nein. Publikum, Sie haben einmal gesagt, besser als alle Orden, die es gibt, ist die Liebe des Publikums zu Ihnen. Und Sie hatten immer ein sehr intensives Verhältnis zum Publikum. Sehr intensiv. Und ich muss sagen, in Wien zum Beispiel, wusste ich genau, ob ich heute ganz gut gesungen habe oder so halb gut gesungen habe. Weil ich konnte das genau nach dem Applaus ermessen. Sie haben plötzlich mit dem Octavian nach anderthalb Jahrzehnten Singens des Octavian aufgehört, an einem Abend, ohne Ankündigung, ohne alles. Ja. Und dann kam die Marschallin, mit der Sie 83, glaube ich, aufgehört haben. 82 war das Letzte. Und das war das Letzte. War leider nicht sehr günstig. Ich war damals krank und ich, als altes Theaterpferd, wissen Sie, meint man, man muss etwas machen, weil man wusste auch, dass das jetzt sehr wichtig war und so. Man soll die Dinge nie mit Gewalt machen. Nein. Lieber absagen. Weil es gibt einem kein Mensch was dafür. Und Sie haben gespürt und gewusst, jetzt muss mit Octavian Schluss sein? Ich sage immer, Octavian ist die schönste Statistenrolle auf der Oper. Doch, überlegen Sie einmal ganz genau, der muss ununterbrochen etwas tun für die Marschallin, für den Ochs, das Tablett bringen, das Medaillon bringen, stehen, während die zwei konversieren, muss der ununterbrochen tun, damit der das sagen kann. Ja. Überlegen Sie einmal. Er muss die Rose überreichen, er muss im dritten Akt ja fast genauso, also er muss immer für die Sophie oder für die Marschallin irgendwie in einem Bezug sein, sodass die Damen sich wohlfühlen. Liebe Frau Kammersängerin, Sie unterrichten jetzt, Gott sei Dank, auch jetzt noch. Und Ihr Verhältnis zur Ausbildung überhaupt. Sie haben einmal gesagt, als Sie gefragt wurden, was tun Sie denn bei der Ausbildung hauptsächlich? Ich tue heilsam verunsichern, haben Sie gesagt. Das sagt man mir nach. Also ich muss sagen, es ist vielleicht ganz gut, dass man ein bisschen heilsam verunsichert wird. Ja. Weil ich meine, ich habe sehr viele Fehler gemacht. Ich weiß es, wenn man das heute hört, ist das also ganz klar. Aber deshalb möchte ich das den Leuten ersparen oder ihnen zumindest alles sagen. Machen müssen sie es ja selber. Man kann es ihnen ja nur sagen. Man kann versuchen, das und das zu erklären. Aber als Sie in Zürich anfingen, glaube ich, da haben Sie als Thema gehabt für Ihren Unterricht die Hosenrolle. Nein, das war in Salzburg. Salzburg. Salzburg, 67 wollte man mir eigentlich einen Gesangsunterricht machen lassen. Und ich muss ganz offen sagen, ich hätte nicht gewusst, was ich damals sagen sollte. Ja, aber über Hosenrollen hatten Sie ja einiges zu sagen. Ja, nur haben eine Zeitung in München geschrieben, Frau Jurinatz hält da einen Kurs für Hosenrollen. Ich wüsste nicht, was da zu unterrichten. Ich hätte dem Herrn gewünscht, in so einen Dings zu kommen. Weil es gehört ja auch ein Handwerk dazu. Ich habe es auch lernen müssen erst. Aber Sie haben zu Ihrer Lehrerin gesagt, sie hat an mir nichts. Sie hat nichts verdorben. Sie hat nichts verdorben. Und das ist also ist wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ist ja schon viel. Es ist, entweder man ist begabt
und kein Mensch merkt, dass man nicht so viel weiß, was man tut, oder man muss was wissen. Aber Technik, die Lehmann hat einmal über Sie gesagt, die Jonat steht über der Technik, die sie beherrscht. Sie hat eine innere Einfachheit und Ehrlichkeit. Sehen Sie, das freut mich sehr, das klingt sehr schön. Es hat aber sehr viele Leute auch gegeben, die gesagt haben, ich habe eigentlich keine Technik, ich singe von Natur. Das stimmte auch. Aber bis zu einem gewissen Punkt ging das auch ganz gut. Aber dann, ab 50, geht es nicht mehr so auf diese Tour. Und dann muss man sich überlegen, geht man weiter oder bleibt